Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Montagmorgen, der, ich glaube, der 6.11., aber ich weiß es gar nicht genau, müsste der 6. sein. Ich bin auf dem Weg rüber nach Abenheim. Da hatte ich den 39. Der geht zurück auf eine neue Baustelle in Seppach. Ja. Diese Woche, ziemlich sicher diese Woche, vermutlich Mittwoch auf Donnerstag, also vielleicht in der nächsten Folge dann, werden wir wieder den 69 laden. Der geht von Mannheim, ich habe keine Ahnung, ich vermute nach Hause. Die Genehmigungen sind alle da. Der Transport wurde am Freitag angemeldet, also musst ja davon ausgehen, musst ja den Transport 48 Stunden davor anmelden. Geht davon aus, Mittwoch auf Donnerstag Nacht oder halt Abend. Es wird dunkel sein, leider. Vielleicht werden wir noch bei Tageslicht laden können, das weiß ich nicht, sehen wir dann. Auf jeden Fall wird der gefahren, diese Woche. Was soll ich mal hier drin? Ah, ja.
Altwall. Da eingeladen muss das sein. Das ist die Firma, wo der Bagger hin soll. Beziehungsweise da, wo die ganze leere IPC-Tanks und so dran stehen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier oberin fahre oder ob ich unterin fahre. Ich fahre unten. Ich sehe hier auch keinen Bus. Kann das sein, die haben Pfanne hinten noch eine Niederlassung? Kann das sein, dass wir da Pfanne hier fahren? Weil ich sehe ja nicht unten. Beziehungsweise meinen Baggerfahrer. Sieht halt nicht so aus, als wäre hier irgendwas gemacht. Ne? Ich fahr erstmal davor. Guck. Hier vorne rechts und dann gucke ich da geradeaus drauf. Vielleicht ist das auch hier. Doch, da hinten ist er. Ich muss hier unten rein. Da läuft auch ganz gut. Also vermutlich muss man hierher fahren. Auf. Richtige Riese gehabt. So, das kommt bestimmt alles raus. So, leer. Mein Fahrzeug sieht aus innen drin. Tut mir alle Sau. Sorry. Muss anmachen. Ich fahre jetzt hier rückwärts raus wieder. Fahre nach Hause. Da hat ein Radbagger A904. Und quasi Zange zum Lego-Steine laden. Sorry. Akku aller. Komm, mach Bremse auf. So, also wie gesagt, nach Hause den A904, den Radbagger. Der neue von den alten.
ich dann mit der Zange von den Lego-Steinen, ich meine, soll auch hier hoch nach Sembach, aber da frage ich jetzt nochmal, also nicht hier, sondern andere Baustelle. Gucken wir mal. Eine, der soll zu unserem Nachbar unten. Wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendwie fühlt sich das Auto komisch an. Irgendwas war wieder. So, also. Attacke Richtung Hof. So, hab den 904 geladen. Hab mir gleich noch einen Löffel vorne auf den Schwanenhals gelegt für den nächsten Bagger. Habe ich wieder einen 39 von uns. Und der geht runter nach Bingen. Ich habe noch keinen Plan, wohin. Das muss ich jetzt erst noch ausfindig machen. Das schon mal quasi als, was ich halt als nächstes mache. Ich bin wieder irgendwie nicht bei der Sache heute. Ich habe so viele Sachen im Kopf, die ich noch quasi Hintergrund am Laufen habe, am Planen bin. Ich bin irgendwie wieder nicht bei der Sache.
eigentlich, wenn ich das richtig gesehen habe, meine Baustelle sein, ja. Baustelle bin, ob ich da reinfahren soll. Ja. Ich denke beinahe nicht, dass ich da reinfahre. Gewesen sein, ja. Wieder alles andere als sauber, muss ich jetzt leider so sagen. Wir hauen die Gänge richtig rein. Wie man sicherlich hören kann. Oh, sorry. Das hätte mir jetzt eh nicht mehr gereicht. Wieder rechts ab. Kommt sowieso gar nicht. Okay, ich war echt schon lange nicht mehr hier. Ich dachte hier war so ein Pseudokreisel. Habe ich jemanden laufen sehen mit einer gelben Warnjacke. Ich weiß nicht, ob ich da filmen kann, ich hoffe mal. Keinerlei Höhenangaben hier.
täuscht, oder? Täuscht, ja, es täuscht. Alles gut. So, und die nächste sind wir schon. Täuscht. Parkende Autos gesehen. Ach Gott, echt. Ach, das ist doch schon mal wieder herrlich. Das ist doch schon wieder herrlich. Ja, Schnalle. Bist du stehen geblieben? Also beim Schaltstand, du so Scheiße. Furchtbar, furchtbar. Sorry. So, dahinter. Da steht sogar Bus hier von uns. Oh, vielleicht war das ja einer von uns. Vielleicht war das ja einer von uns hier. Auf jeden Fall hier auf der großen Wiese. Da bin ich zu Hause. Hier hinten wäre ideal. Schon der Weg. Gucken wir mal. Gehen wir raus. Die Baggerführer. Wer läuft denn da noch rum? Ja. Sein. Gucken, dass wir rauskommen. Natürlich habe ich direkt hinten dran jetzt wieder Autos geparkt quasi. Bis gleich. Hoffentlich. So. Gucken, ob ich da hinten gedreht kriege. Sieht, glaube ich, auch gut aus.
auch hier gerade hier wenn ich drehen könnte, denke ich. Hier werde ich drehen können, vermutlich. Sackgasse. Da kommt hier nicht raus. Hier ist ein Schild, ne? Hier ist eine Baustelle, aber hier wäre richtig breit, ne? Hier wäre richtig breit.
Plätze, oder? Sind das nur Pkw-Plätze? Sieht aus, als wären das nur Pkw-Plätze. Ah, hier ist eine Sprechanlage, okay. Durch, ne? Ja, ja. So, ich weiß, ich muss hier rechts raus irgendwo hin. Abhängen.
alles so Arbeit weggeben. So, zurückfahren. Umgesattelt. Ich habe gerade der Schwanenhals abgehängt. Jetzt hänge ich meinen Dolly dran. Ja, dann fahren wir rausladen, der 69. Ging wieder schneller als erwartet.
in Mannheim sind wir quasi ab 2 Uhr, ich glaube, das habe ich schon gesagt, 2 Uhr angemeldet. Und ab 3 Uhr hier in Kaiserslautern, weil das Stück von der Autobahn runter, muss halt quasi Polizei dabei sein. Ja. Wie gesagt, das von 2 Uhr Mannheim Abfahrt bis hierher Kaiserslautern werde man nicht schaffen, bis 3 Uhr. Egal, komm halt ein bisschen später. Wenn die uns stehen lassen, dann lassen sie uns stehen, alles gut. Nur wegen der einen Bahnbrücke, wenn die Autobahn runterkommst, erste Kreisel und diese Brücke. Wegen dem muss Polizei quasi dabei sein. Jo. So. Guck, ob der Wind schluckt. Normal müsste er. Bin schon drin. Heben wir ein bisschen hoch wieder. So. Lassen wir jetzt so. Bremse. Pumpe. Attacke. Ich weiß nicht, ob ich das noch zeigen soll oder ob man das erst die nächste Folge. Ich glaube, ich zeige das erst die nächste Folge. Machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, das ist okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Ruhige Folge. Für mich. Sehr nachdenkliche Folge. Ich bin da immer noch nicht so überzeugt davon. Ja, egal. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Dann bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Hoppla. Sorry, die Kamera verloren. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Mach mich jetzt raus. Diese Richtung. Da hinten dran. Bis dann. Ciao.